Das ist nur das Ende des Videos. Und ich erspare euch den Rest. Ich musste fast kotzen. Das ist sowas von peinlich. Ich habe diese Trauer gespürt und ich hatte dann auch Tränen in den Augen, vor allem am Anfang der Sendung. Es ist leider eine traurige Sendung, aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt auch gegen Schluss der Sendung mit euch etwas, vielleicht eine Bitte. Ich hätte eine Bitte. Wir haben das Lied, ich wollte am Schluss eigentlich ein anderes Lied spielen, aber ich fand das Lied, das wir vorher gehört haben, sehr passend. Und ich werde am Schluss das Lied nochmal abspielen. Und ich hätte den Wunsch, die das wollen und die das können, jetzt alle eine Kerze anzuzünden, entweder bei dir auf dem Tisch oder ins Fenster, dass mir während diesem Liedes, das nachher abgespielt wird, im besten Fall, was sind wir noch, hier auf DLive noch 2800 und auf Gather schauen sicher auch ein paar zu, im besten Fall 3000 Kerzen brennen und einfach mit diesem Zeichen ein Zeichen der Dankbarkeit ausdrücken. Das wäre für mich ein Wunsch an euch alle. Ich sehe gerade, ich selber habe, glaube ich, keine Kerze. Shame on me. Ich bitte, dass jemand für mich vielleicht eine zweite Kerze anzündet. Fuck off. Das würde mich sehr freuen. Wir sind bei, wenn wir das machen könnten. Für mich ist es einfach so, brennt schon seit circa 3 Stunden. Vielen Dank, freut mich. Habe ich schon gemacht, super. Ich würde mir wünschen, steht bitte jetzt auf, wenn ihr wirklich Bock habt, nehmt eine Kerze, vielleicht auch mehrere, spielt keine Rolle, dass mir in diesen 3 Minuten circa, wo das Lied ist, versucht bitte, Please shut your yapper. geht in dieses Gefühl von Dankbarkeit. Ich weiß, es ist viel, viel Wut da, es ist Ärger, es ist Resignation, sicher auch Trauer und das darf auch alles sein. Ich habe dich leider noch nie persönlich kennenlernen können. Ich empfinde dich als ein super toller, sympathischer, leider viel zu früh von uns gegangenen Menschen. Und er hat wahrscheinlich viele Menschen das Leben gerettet. Er war verbunden mit der Natur, etwas, was mich auch sehr berührt, weil ich hier jetzt immer mehr mit der Natur in Verbindung komme. Das war früher für mich so fremd. Clemens, einfach danke. Danke für alles, was du für die Menschheit gemacht hast. Ich hoffe sehr, dass du dort, wo du jetzt bist, dass es dir gut geht. Ruhe in Frieden. Und ja, wir werden dich nicht vergessen. Wir werden dich nicht vergessen.